zuerst die Aufmerksamkeit auf den Körper richten, durchaus so eine Körperwanderung zu machen, Bodyscan, ihn, den Körper zur Ruhe kommen lassen, dann das innere Wetter, die Gefühlslage, die Stimmung und der Geist, was der so vor sich hin erzählt und ihn auch von selber, nicht mit, also man kann das ab und zu mal probieren mit Zählen oder irgendwelchen Sachen, aber eigentlich ihn, diesen Geist und die Stimmung freundlich, aufmerksam und gelassen wahrnehmen und auch von selber zur Ruhe kommen lassen. Dann ist Körper und Geist in Zufriedenheit. Wir schließen die Augen, um einen der Sinne etwas auch zur Ruhe kommen zu lassen. Dann bleibt nur noch der Körper, wie er da atmet. Und mit der Aufmerksamkeit dabei zu bleiben, bis so eine innere Zufriedenheit, so ein inneres Lächeln entsteht, das wäre schon toll. Da das bei den meisten Menschen nicht so einfach ist, gibt es tausende von verschiedenen Systemen und Erklärungen. Aber eigentlich sind das Hindernisse zu dieser inneren Ruhe, die da auftauchen. Und die, also das, was man dann übergeht, wenn man sich diesem spirituellen Zeug nähert, vernünftige Ernährung. Ne, lässt man schnell, dann muss man noch mehr Bücher lesen und irgendwas wird einem helfen, bla bla. Nein. Wenn zum Beispiel so geistige Vorgänge, Gefühlsregung sind enorm von Verdauung, von Mineralien, Stoffwechsel abhängig. Deswegen ist es sinnvoll, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Alleine für dieses stille Sitzen. Also da hängt viel dran und das ist die grobe Variante und das ist auch, wie diese Praxis, die Beschäftigung mit einer gesunden Ernährung und mit vernünftigem Schlaf, da ist man nie mit fertig. Ne? Also du schläfst einmal und dann hast du genug für dein Leben geschlafen. Nein, du legst dich ja wieder hin, schläfst wieder, du isst wieder. Und genauso ist das mit dem Sitzen. Das ist nichts, was, das habe ich jetzt gemeistert. Das brauche ich nicht mehr. Jetzt bin ich erleuchtet. Nein. Das ist eine Praxis. Also das Beste, man kann das, all diese Erklärungen da drum, die außerhalb von dem sind, was ich eben gesagt habe, beschreiben, immer so was fluffy, schlecht greifbares und man versteht es dann eigentlich erst, wenn man es dann sowieso schon verstanden hat. Also diese Erklärungen. Die Hindernisse, die kann ich zwar hier abarbeiten und sagen, was so die Standardhindernisse sind, aber die sind eben individuell und deswegen eigentlich diese Fragen, um dann am konkreten Fall, am konkreten Beispiel etwas sagen zu können. Ich hatte eben vergessen zu sagen, eins der Hauptsachen in Bezug zu Schlaf zum Beispiel ist zu wenig Schlaf, Müdigkeit. Das kann eben auch sogar mit der Ernährung zusammenhängen. Also ihr seht, dieser nicht offensichtliche Teil gehört mit dazu. Und dann sitzt man irgendwann relativ lang, muss man am Anfang nicht,
Man kann auf der Erde sitzen, wie euch das angenehm ist, wenn der Rücken angenehm nach oben ausgerichtet ist, dass man frei atmen kann. Man kann auch auf einem Stuhl sitzen und dann gibt es Zwischenvarianten, Meditationsbänkchen und so weiter. Das findet ihr heraus, was gut ist für euch. Eigentlich dieses freie Atmen der Rücken so, dass man frei atmen kann. Der stellt sich auch von selber so ein, wenn man Bauchatmung macht und so weiter. Dann hat man physiologisch alles vorbereitet. Und man tastet sich dann langsam ran und die Einstellung, diese Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit, diese drei Aspekte sind gut, um sich zu orientieren. Nicht um andere Gefühlsregungen, Einstellungen zu unterdrücken, sondern einfach genauer hinzugucken, wenn ich ärgerlich bin, zu gucken, wenn ich müde bin, wenn ich angespannt bin und da auch zu lernen. Ne? Zum Beispiel, man merkt, dass dieses Nachhallen des Geistes sehr stark damit zusammenhängt, was man in seinem Leben erlebt hat. Klar, längerfristige Sachen, aber auch kurzfristige. Dass man merkt, das ist wie Ernährung, was ich mir angucke, was ich an Unterhaltung zu mir nehme. Es hat einen sehr starken Einfluss auf meinen Geist und dann auf sogar ein bisschen auf merkbar auf den Metabolismus. Ne? So dass ich mit Unterhaltung, Spannung, ne? Action anfange anders umzugehen. Muss man nicht? Das habe ich im letzten Talk gesagt. Wichtig ist, dass ihr selber herausfindet, es ist euer Weg. Also nicht anderen Leuten blind hinterherrennen, weil der weiß das schon oder die. Es ist schön, wenn der oder die das weiß für sich. Aber du bist auf deinem Weg und hast jetzt bestimmte Hindernisse, die für dich eine höhere Wichtigkeit haben. Das kann man von außen fast nicht einschätzen. Und dieses freundlich, aufmerksam und gelassen, die Wörter sind nur Wörter, aber die mit Sinn zu füllen und so, das verändert sich auch. Dann lernt daran, ist ziemlich wichtig. Ich glaube, das ist ein Haufen Gequatsche, Erzähle, Theorie. Wir probieren das mal nur wenige Minuten aus. Einfach mal angenehm sich einzurichten am Anfang. Ich habe auch mit Absicht keinen Gong. Jetzt, für euch ist das gut, damit ihr auch merkt, wenn ihr euch eine feste Zeit, Spanne vornehmt, wie stelle ich mich dazu? Gibt es da bestimmte Gefühlsregungen und so in Bezug zu meiner eigenen Praxis? Da das jetzt erstmal Achtsamkeit auf den Körper ist, merkt ihr auch, dass die körperlichen Übungen, die ihr so macht, Yoga, Qigong, Tai Chi, was auch immer, Feldenkreis und so weiter, also langsame, aufmerksame Übung, hier drin ihren Ursprung finden, haben. Ich komme hier immer wieder hin zurück für meine eigenen Übungen. Also Körperreise,
wirklich festzustellen, wie geht es meinen Füßen, meinen Unterschenkeln und Knien, meinen Oberschenkeln und dem Hüftbereich. Wie fühlt sich der Bauch und der untere Rücken an, wenn ich da richtig vollständig atme? Der vordere Solarplexus, Zwerchfell, der Rücken. Der Herz, Brustkasten, mehr der obere Rückenbereich. Schultern und die ganzen Hände, Handgelenke, Unterarme, Ellenbogen, Oberarme und wieder die Schultern. Ist auch der vordere Teil von den Schultern, ist das geöffnet, kann ich frei atmen. Richtet sich durchs freie Atmen mein Hals und mein Kopf gut aus, so dass es anstrengungslos ausgerichtet ist. Sind noch bestimmten Stellen, die euch wichtig sind, des Kopfes, die Aufmerksamkeit wandern, die Ohrläppchen und die Nasenflügel. Ist jedes Mal verschieden. Man kann da auch bestimmte. Ihr wisst, was ich meine. Was wichtig ist, um die Augen herum. Ist es da entspannt oder lächelt es da sogar? Ganz feine Lachfältchen. Eure Stimmung und genießt die Ruhe. Genießt die Ruhe, auch wenn die Nachbarn klopfen. Immer wieder anstrengungslos mit der Aufmerksamkeit zum gesamten Körper zurückkommen, wie er da atmet. Und jetzt 1-2 Minuten in Stille sitzen. Lasst auch die Vorstellungsbilder ziehen, die Gedanken ziehen.
Und zum Schluss jeder Sitzung, es ist gut, wortlos, also ohne inneren Monolog, so den Blick zurückzuwerfen, wie war diese Sitzung, wirklich ohne sich eine Antwort zu geben. Man lernt auf einer anderen Art, auf einer anderen Ebene enorm viel. Auf diese Art und Weise. Man bedankt sich bei niemandem, einfach bei der Realität dafür, dass man in Stille sitzen durfte. Das ist ein Privileg, mal nichts zu machen.